So, hallo, da sind wir wieder. Neuer Tag, neue Folge. Wir sind hier im Rollerplay Real Life Projekt auf der Seehausen. Und ja, ich habe schon mal den Drescher hier runtergefahren und wir machen das Lohndreschen beim Wurzelhuber auf dem Feld 10. Wenn wir den gleich mal auch anrufen, dass er uns einen Anhänger bereitstellt. Gleich mal. Machen erstmal hier noch ein bisschen das Vorgewende, dann, wenn wir dann auf den GPS-Kurs gehen, dann kann ich da in Ruhe mal telefonieren und der kann ja hier in der Zwischenzeit dann weiter dreschen. Yes. Na gut, wir nehmen jetzt einfach mal den Kurs so wie er ist und fahren mal. Ja. Ja, komm. Gib Gas, Junge. So, und dann werden wir mal telefonieren. Flitzi los. Bis dann. Servus. Wurzelhuber hier. Ja, hallo, hier ist der Neuholländer, Herr Wurzelhuber. Ich bin schon bei Ihnen auf dem Feld am Dreschen und möchte dann dem nächsten Abfahrer. Ja, kein Problem, ich komme geflogen. Jo, wunderbar. Gut, bis gleich wieder. Bis gleich, tschüss. Es geht doch. Mal gucken wir mal, wie weit wir hier kommen heute. Das wird auf jeden Fall, denke ich mal, den ganzen Tag dauern. Nicht den ganzen Tag, die ganze Folge, so muss man sagen. Da ist ein Baum im Wege. Der kommt da ja schon. So. Hat aber auch einen Anhänger da. Wahnsinn. Er kommt weg. Gut, dann ich dachte, er will was von mir. Sportlich, sportlich, der Herr.
Benzin und dann tanken wir mal ab. Ja, dann haben wir das hier erledigt. Dann gut, müssen wir das mit dem Mist noch machen. Was war das jetzt wieder? Oh, der Wurzelhuber. Was hat der denn da drauf? Ein Mähwerk und eine Sämaschine. Interessante Kombi, aber ein schöner Traktor. Das muss man ihm lassen. Einfahren. Klingelingeling, klingelingelingeling. Ja, der Holländer, guten Tag. Grüß Gott, der Holzknecht hier, hallöchen. Hallo. Und zwar habe ich jetzt gerade die Hirse und sind zusammen auf und abgerundet bei 19.000 gesamt. Machen wir Hälfte, Hälfte, weil sie kriegen auch noch das ganze Stroh von mir. Das können wir machen. Das heißt, wenn Sie 10.000, sagen wir mal, zahlen würden. Ja. Aber warten Sie, bevor Sie das überweisen, ich gehe mal ganz kurz auf das Konto von der Bank. Dann ist das dann gleich an der richtigen Stelle. So, ich muss mal. Okay, dann fahre ich mal gerade hier rechts ran. Ja, ich muss auch gerade am Dreschen hier. Die eine Bahn noch schnell zu Ende fahren. So. Ja, alles gut. Ich kann ja, ihr wollt eh eigentlich jetzt zu Ihnen schon hochkommen. Wie sieht's denn aus mit Ihrem, oder soll ich jetzt erst das Stroh einsammeln, dass ich mich da jetzt erstmal drum kümmere? Machen Sie erst das mit dem Stroh, würde ich sagen. Ja, gut. So. Dann, wir können ja immer noch hinterher machen. Also, nachher oder so. Wenn der jetzt gerade überhaupt nicht passt. Ja, wie gesagt, ich muss das dann eh noch mit dem Semmelreiter abklären. Das würde ich sagen, machen wir das später. Wie gesagt, wenn Sie wollen, können Sie jetzt kurz das Geld überweisen. Das rechne ich dann gleich auch dann Ihrem Kredit gut. Okay, warten Sie. Dann überweisen wir das mal gerade. So, und zwar Bank. 10.000. Jo, und das ist raus. Angekommen und dann bekommen ich noch 6.000 für das Dreschen. Okay, das machen wir auch sofort. Auf mein Konto, ich bin schon gewechselt. Okay, einen kleinen Augenblick. Wo ist er denn? Da ist er. 6.000 hat man gesagt, ne? Genau. Bitteschön, ist auch raus. Angekommen. Genau. Und für den Weizen habe ich Ihnen 12.000 Euro gutgeschrieben, beziehungsweise vom Kredit abgezogen, sozusagen. Ah, insgesamt haben wir dann jetzt 20.000 gezahlt. 22. Ja gut, jetzt 2.000 können Sie sich in die Tasche stecken. Wir müssen auch ein bisschen das haben wir gesagt, der Ertrag geht erstmal zugunsten vom Kredit. Genau, dann haben wir jetzt 80.000, dann kommt jetzt nachher noch das Stroh, was wo wir uns dann auch bestimmt noch einig werden. Und ja. Genau. Wie hätten Sie das denn ganz gerne? In Ballen oder ganz normal? Ist mir eigentlich relativ egal, wobei lose ist es, denke ich mal, einfacher zu handhaben. Okay, das heißt, ich werde mich da jetzt mit dem Herrn Semmelreiter oder mit dem Dings in Verbindung setzen, der derzeitig den Händler hat. Und dann würde ich mich da nochmal bei Ihnen melden. Ja, okay. Okay, dann würde ich sagen, bis später, ja? Jo, bis später, Herr Hausmann. Ciao. Tschüss. Klingeling. Ja, guck mal, haben wir das auch erledigt. Das heißt, wir müssen dem noch die 10.000 gleich gut schreiben auf den Kredit.
kurz noch mal ein Tempomat rein. Der fährt einigermaßen gerade. Oder? Ups. Ja, ich wollte eigentlich mal ganz kurz meinen Laptop rausholen, um gleich mal das alles hinzutippen. So, die Kreditliste. Kredite. Hier nochmal gucken. Ja, wir fahren noch gerade. Holzknecht, das waren 10.000. Ja, da hat er noch 83.000 offen. Dann passt das doch. Sind schon wieder fast voll. Schaffen wir das noch hier runter? Das wird, glaube ich, gar nicht mehr reichen. Baum im Weg. So, mal gucken, ist da jetzt gerade einer, der mich sieht. Ups, halt, nein, das war zu früh. Ich mache einfach jetzt mal hier kurz durch die Frucht durch. Ha! Und da kommt er. Hat nichts gesehen. Das war knapp, das hätte beinahe gescheppert. So, gut, und während der abtankt, kann ich mal kurz ein Schlückchen zu mir nehmen. Dreschen macht durstig. Will er was von mir jetzt oder will er wieder joggen? Ah. Hallo, Herr den Neuholländer, wo sind Sie denn jetzt? Hier. Ah, hallo. Hallo. Wir hatten uns ja, glaube ich, schon mal unterhalten, zwecks der Silage. Ich habe wieder frische Silage angemacht und wollte fragen, ob Sie mir ein bisschen was abnehmen könnten. Würde gehen, aber ich kann Ihnen nicht gleich was zahlen, weil ich da im Moment ein bisschen, sag ich mal, knapp bei Kasse bin. Ja, es wäre eh nicht so viel, also es sind nur so um die 100.000 Liter, was ich ungefähr abgeben könnte. Ja, aber 100.000, wir haben ja gesagt, Silage, muss ich selbst nochmal kurz gucken, ja, 500 bei 100.000, das wären 50.000, ja gut, das kriegen wir hin. Ja? Das ist kein Problem. Gut, dann machen wir das so. Können Sie sie abholen oder wollen wir je eine Fuhre machen? Ich glaube, Sie haben auch so einen großen Hänger. Das ist ja dann, glaube ich, 90.000 Liter wären das dann, ne? Ja, ne, ich habe einen mit 50.000 Volumen. Also entweder, ich kann auch zweimal fahren, das ist kein Problem. Ja, okay, dann, wenn Sie es abholen würden, ich würde dann die das Förderband wieder bereitstellen, dass Sie dann einfach laden können.
Ja, okay. Wieder, das wird dann irgendwann im Laufe des Tages was werden. Muss man gucken, Ja, es irgendwann kann. demnächst müsste auch mein Mitarbeiter von der Schulung dann kommen, dann geht das auch wieder ein bisschen besser. Alles klar. Dann verbleiben wir erstmal so. Jo, okay. Super. Dann Bitte mache dann. ich mal hier weiter. Tschüss. Ja, ich mache auch weiter. Tschüss. Tschüss. Ja, der Holländer. Ja, hallo, hallo. Moin. Ja, was kann ich denn für Sie tun? Du bist ja Bürgermeister. Irgendwie brauchen wir hier die Polizei. Kannst du irgendwie mal hierher kommen? Hier im Gebüsch steht ein Auto. Wo ist Hier in hier der die Nähe vom Polizei? Wurzelhuber, gegenüber seiner Stallung. Am Teich. An seinem Teich, da steht im Gebüsch so ein komisches Auto. So ein altes, rostiges. Wurzelhuber, hier ist Du sein bist doch, glaube Auto ich, hier in an. der Nähe. Irgendwo bist du Ja, doch am Ernten. ich bin gerade hier bei seiner Einfahrt im Hier, Gebüsch. einfach geradeaus auf mich zu. Ah, ich sehe dich, ich Den. sehe dich, ich komme. Ja. Wenn du hier einmal durchs Gebüsch läufst, Oh, oh, ja, oh, voll dagegen gerannt hier. Hallo, oh, Jasser. hier steht ein Auto. Hat das der. Ich kenne das Auto, also ist. Ja, ich auch. Ich warte mal. Wurzelhuber! Hat der das hier entsorgt Wurzelhuber! oder was? Hallo, was ist denn hier los? Was Kennst macht ihr denn? du. Hast du dir ein neues Auto gekauft? Hast du das verkauft? Versteckt vor irgendwem? Nein, ich wollte gerade fragen, was ihr hier ja an meinem Grundstück treibt. Das ist Oh. nicht so. Gut, das ist ja, glaube ich, das Auto von dem komischen Holzknecht, wenn mich nicht alles täuscht. Ich wollte's gerade sagen, die Karre kam mir doch irgendwo bekannt vor. Ja, hat der das hier entsorgt oder was? Also das geht ja nun mal gar nicht. Vor allen Dingen, das ist rostig und wenn da Diesel ausläuft, hier ist ein Gewässer daneben und wahrscheinlich noch Naturschutz und Wasserschutzgebiet und so. Ja, da verhaut's mir die ganzen Felder und so. Ja, Das ist ein, das. er hat mir irgend so einen komischen Kladderadatsch-Kompagnon hier angebracht. Der ist aber mit dem Traktor gekommen. Aber er hat eigentlich gesagt, er kommt mit dem Auto. Das hat mich jetzt ein bisschen gewundert. Ist das Das Auto ist. kaputt? Läuft das nicht mehr? Hat er das hier entsorgt? Das lässt vermuten. Ich würde auf jeden Fall sagen, wir müssen das erstmal sicherstellen. Herr Semmelreiter, Sie als Händler, haben Sie Möglichkeiten, das abzuschleppen? Ich denke, da sollte sich was Okay. organisieren. Und dann am besten an die Polizeiwache, beziehungsweise in die Polizeiwache erstmal reinstellen, dass es da erstmal sichergestellt ist. Und ich kümmere mich dann weiter darum. Ich werde mal den Holzknecht dann aufsuchen und mal dann nachhaken, was das denn hier soll. Gibt es Okay. dann auch hier Bodenproben, ob jetzt hier Öl ausgelaufen ist oder Diesel? Weil wenn Würde meine ich ganzen sagen. Felder jetzt hops gehen, das geht da mal gar nicht, ne? Weil hier irgendwie, hier riecht's komisch, aber naja, kann Kann mich jetzt auch täuschen. ich veranlassen. Riecht irgendwie Guck komisch. ich mir an, wenn das Auto weg ist, lasse ich da Bodenproben nehmen, beziehungsweise nehme die und schicke die ins Labor und dann gucken, ob wir da eventuell ein bisschen was ausbaggern müssen. Und Ja, weil das ja. ist ja nicht so ganz toll, so hier die Enten und deine Kühe und ich denke, du wirst das Wasser da für deine Kühe auch hier rausholen. Ja, nee, natürlich. Ja, nee, also wie gesagt, Herr Semmelreiter, wenn Sie das sicherstellen, das Auto erstmal bei uns auf die Polizeiwache bringen. Alles um Kriegen alles wir. Weitere kümmere ich mich dann. Kriegen wir. Das Ich wäre sehr gucke gut. gerade, aber jo, das kriegen wir hin. Ich habe was. Kriegen wir. Ja, das Und ist schon mal. umso schneller, umso erfreulicher, würde ich sagen, Ja, ne? natürlich. Natürlich. Schnellste Eisenbahn. Ja. Ja, gut. Und Dann, die Kosten überweisen wir dann dem Holzknecht oder wer auch immer das hier verbuddelt hat, dieses Auto Ja, Ja, genau, ist dann Kennzeichen dran. Das sollte den Halter ausfindig machen können, oder? ja, das ist kein Problem. Natürlich. Also wie gesagt, so eine Schrottkarre fährt nur einer hier und HK0514. Ein russisches Kennzeichen, aber HK heißt Knecht eigentlich. ja, das passt doch. Nee, wie gesagt, Rechnung können Sie stellen, können Sie mir geben und das stellen wir dann von der Stadt aus alles dem Holzknecht dann in Rechnung. Jo gut, kriegen wir, machen wir. Ja.
Gut. Gut, dann mache ich mich auf den Weg. Ich wollte eh gerade zum Händler, aber dann kümmere ich mich da als erstes drum. Aber wenn wir gerade so schön beisammen stehen, wollen wir Feier machen? Ja, ich denke auch, kann ja einer ein schönes Schlusswort sagen. Überlassen wir Gacki das Wort. Wollte ich auch gerade sagen. Ja, danke. Gut, ja, liebe Leute, wir sind fertig für heute. Nächste Folge geht's weiter, dann gucken wir mal, was wir mit dem Holzknecht machen. Das geht ja so gar nicht. Auf jeden Fall lasst gerne einen Kommentar da, ein Like auch bei den anderen Jungs, beim Chris LP, beim Frank Andi und bei Manuel Zock. Wir würden uns auf jeden Fall freuen und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss. Tschüss. Tschüss.